ein Weg in eine ungewisse Zeit. Für Schatten und Licht und wer weiß wie weit. Hallöchen, meine Freunde, hier ist wieder euer Anime-Fan. Weiter geht's in Grounded, weiter geht's im Sandkasten. Mal schauen, was wir heute erleben. Nein, mich hat er erwischt. Aua, aua, aua. Ich hoffe, ihr schafft das irgendwie. Hey! Ja, er war's! Meine Kollege, die tun weh, wa? Die tun weh, du Wichser! Back in the game! Oh, Essen ist im Ende der Schlüsselkarte! Okay, ich hab noch 6 Salzpfeile, 14 Salzpfeile habe ich schon. Ja, Sekunde, du kriegst jetzt von mir. Ja, die Salzpfeile sind leider verbraucht, aber dann krieg ich zumindest die Federpfeile. 9 Splitterpfeile. Ich habe auch schon was fallen lassen. Ich hab meine normalen. Ja, und einfach mal ein 20er Stack verbraucht Pfeile. Weil es einfacher ist. Manager. Ja, meine 10 Splitterpfeile habe ich wieder. Was sind das für Dinger? Normale Pfeile waren das, deshalb habe ich die genommen. Ach, guck mal, da hinten hängt noch ein Federfall von mir in der Tür. Ja. Ich hätte nicht erwartet, dass wir den First Try hinkriegen. Pff, wir sind gut. So, mein letztes Bandage. Gut, dass ich ihn gescannt. Wenn du noch Bandagen brauchst, gebe ich dir noch welche. Ja, ich habe gar keine mehr. Ich bin nur bei. Ja, ich droppe dir mal 2 Stück. Ich habe noch 9. Ach ja, wir fällen was anderes ein. Ich muss kurz was essen. Brauchst du da nicht so viel, aber es heilt ja auch ein bisschen, wenn du isst. Das Mehlbrotleib habe ich eben auch genommen. Ja. Dankeschön für den Federpfeile. Habe ich dir drauf genommen? Ja, die kannst du mich ja wiedergeben. Ja, das sind die ganzen Salzpfeile, die ja leider dann als Federpfeil zurückkommen, aber Salzpfeile habe ich noch. Oh. 6. Also ich die, haben ihm, die haben ihm wehgetan, das war schön. Ja, man müsste vorher wissen, welche Waffen funktionieren und die Waffen dann so entsprechend ausrüsten. Deswegen habe ich ihn ja gescannt, dann wusste ich salzig und scharf, aber scharf hatte ich nichts. Ich glaube, wir haben ihn zur gleichen Zeit gesehen, weil ich dachte, hä, wieso konnte ich gerade nicht mehr scannen? Ja, das kann gut sein, weil ich wollte halt wissen, welche Pfeile tun ihm weh. Hier ist sonst nichts mehr, so wie es aussieht. Ziemlich wieder ein Dolch. Ah, jetzt sind wir hier oben. Guck mal, hier oben. Wir waren gerade unterwegs. Aber deswegen ist gut, dass wir zu dritt verschiedenes geskillt haben, also ausgerüstet haben. Das war absolut fantastisch. Keine Energie, wir müssen Energie Assistant haben. Assistant Manager Schlüsselkarte wird hier benötigt, wo ich stehe. Ah, das macht wahrscheinlich die Energie für diesen Ding auf, weil mich ja sicher, wir haben keine Energie hier in der Tür. Ja, eins von 8 steht da auch irgendwie. Dann kommen wir zu dir. Aber dass das nicht für alle gilt? Okay, dann komme ich mal schnell. Nee, ich kann die aufmachen. Ich warte nur, bis ihr hier seid. Achso, das ist ja nett. Da liegt was. Ja. Der Superschip. Hier ist eine Laborabregelung. Ja, genau. Science concentrate has been, for better or worse, spread across the yard. Ah, das erklärt's. Given the unseen hands that move against me, it seems that no precaution is too much. No suggestion from my paranoid psyche too preposterous. Okay. What a pathetic state of affairs. Overrun by an enraged ant colony, and here I stand, naked, naked, to the unblinking eyes spying upon my every move. Layers of abandonment and failure. Like a frumpy, naked failure onion. But who sheds a tear for us, Burgle? Is it the onlookers in the shadows? Is it whomever stumbles upon our toilings down here in the mud? Ich glaube, er dreht langsam durch. Nein. Bloß weil du paranoid bist, heißt es ja nicht, dass du nicht verfolgt wirst, ne? Well, enjoy your laughs, cruel winds of fate. But this onion has one more stink left to make. What? Sorry, old friend, but I'm going it alone. Huh? Deleting data stores and running lab lockdown procedures. Wendell, out. Wir sind draußen. Ja. Das ist der Ausgang, den wir von außen gesehen haben. Liefere den Superchip bei Burgle ab. Ich dachte, wir treffen den. Ja gut, vielleicht kann Burgle uns dann sagen, wo der Typ jetzt hin ist. Wir müssen den finden. Den kleinen Roboter, den wir gerade besiegt haben. Ach, Alex, warte. Burgle, der Typ an der Eiche. Ah. Ich habe hier noch ein paar Münzstücke gerade gefunden. Ja, es ist gut. Habe ich eigentlich Salzpfeile hergestellt? Was habe ich dafür gebraucht? Keine Ahnung, die haben wir auf jeden Fall manchmal gefunden. Salzpfeile? Salzkristalle. Ja, Salzstücke. Ah, hier sind wir. Ah, Junge, wir sind ganz weit außerhalb des Sandkastens. Ja, moin. Och. Worse than my mom's Brussels sprouts. Was hast du gegessen gerade? Münzstücke. Ah. Ich glaube, jetzt habe ich auch genug. Du wirst ich habe nur, hab nur Stufe 2, das Münzding, ne? Also. Ich aber muss das gleich mal nachgucken.
Nutze die Menschstücke lieber für Pfeile. Ja, ich würde sagen, am besten ist wirklich die Rüstung. Wir müssen eigentlich hier nach oben, um die weiter Ameisenlöwen klatschen gehen. Ja. Und noch gucken, ob hier oben was drauf ist. Ich auch. Hier ist ja, aber nix. Hier ist was drauf. Hier. Badumts. Also wir müssen Salz finden. Ich brauche neue Salzpfeile. Wir wissen doch, wo Salz gibt. Ich hoffe, kommt man hier hoch? Nee, da kommst du nicht ganz hoch. Aua. Aua, ja. Salz gibt's da, wo wir beim letzten Mal waren. Wo waren wir das letzte Mal? Habe ich mich auch gerade gefragt. Ich glaube, ich komme nicht mit dem Zeug. Im Nebellabor, da wo die Schlucht ist. Hi, ihr beiden. Ja, ich habe hier noch den Saft eingesammelt, wir haben keinen mehr. Der Saft bringt die Kraft. Gleich 6 Uhr, gleich wird's hell. Wir haben die ganze Nacht das Labor gemacht. Hydration is the key to performance. Also ich denke schon, wir sollten auch nochmal bei Burgel vorbeischauen wegen dem Chip. Also das reizt mich jetzt. Außerdem ist mein Schwert eher nicht mehr existent. Und vor allem, du hast ja auch Ameisen. Wie viele Ameisen-Löwenteile hast du bei? Kann ich dir gleich sagen. 2 Zangen. Verdammt. 8 Teile. Ich muss nochmal da oben, ich brauche noch 2 Zangen. Ich brauche 7 Zangen für das Schwert. Dann mach das. Ich bin dir da nur wirklich keine große Hilfe. Weil, wie gesagt, falsch halt vom Sandkasten. Ich meine, ich brauche was jemand herstellen. Ich muss mal brauchst eine andere Waffe so lange? Ich nehme den Bogen. Ich kann dir auch hier die rote Ameisenkeule und den Stachelsprühe geben. Ja, ich hätte ja auch zur Not auch noch den Dolch. Ja, ich brauche 7 Stück davon. Wir haben jetzt 5 Stück mit dir. Jetzt komm hier, nimm den, solange du hast das Stufe 1 Waffen, das ist Rotze. Das Schlimme ist, wir müssen nur einmal herumlaufen, um wieder hochzukommen. Mein Essen und Trinken sind voll, weil dadurch, dass ich Kamel aktiviert habe, verbrauche ich so gut wie überhaupt kein Getränk mehr. So geht's mir mit dem Essen. Uiui, hier geht's richtig runter. Im Essen habe ich eben Mehlbrot Leib gefressen, als wir gegen den Typ gekämpft haben und der hält immer noch. Laufen. Ey, wieso hast du das Ding nicht gezogen, du dämischer Junge? Du hattest noch so wenig Schaden. Ja. Aber jetzt. Das hat gut funktioniert beim Boss mit dem Kämpfen und mit dem Heilen. Definitiv. Das ist eine Schaufel, ja moin. Ja. Aber das kennen wir ja. Hier ist der andere Zugang in dem Ding zu dem Labor. Ah. Ja. Alle hopp. Alle. So, jetzt sind wir wieder auf der richtigen Seite, oder? Weiß ich nicht, wir laufen hier. Hier sind die Pilze. Alle. Das einzige Problem ist, jetzt wird's hell gerade, das heißt, das wird wieder heiß in der Wüste. Ja gut, wenn wir nur 2 Zangen brauchen, wir gehen rein, töten 2, boom. Die Zangen sind genau wie die Ameisen, man dribbeln, die sind seltener. Wenn wir diese Spezies ausrotten müssen, wir werden es tun. Ja. Und dann bauen wir hier einen Parkplatz. Richtig. Wie sich das gehört. Und wir sind da. Ich frag mich ja, wie man denn auf diese Müllsäcke kommt. Da auch von unten. Ah. Was ist da? Du musst unten außen rum gehen, dann kommst du da hoch. Achso, Moment, erstmal den Ameisenschaden wieder raus und dafür. Ich muss mir gerade erstmal angucken, wo das ist. Ich probiere mal was. Michael, siehst du das da unten? Das Loch. Der wehrt sich nicht, geil. Den besiege ich von hier. Dann können wir da nach unten reingehen. Status. Da. Junge, wir haben. Ich hab den Schwertmeister an, den Heißsporn an. Burning hot! Feels like I'm being cooked. I can't take this heat.
Auf zu jammern. Ja, ihr, es geht auch in eine Höhle rein. Das heißt, hier halt ihr keinen Hitzeschaden. Und der nächste. Was ist denn das Rote, Michael? Das werden wir herausfinden. Da habe ich auch einen. Ich habe die Pfeile alle eingesammelt. Ich schmeiß mir auch weg, Michael. Das sind normale Pfeile. Das ist Fall. So, hier ist gerade. I. 15 Stück. Zack, zack, zack. Habe ich zwei verschossen. Interessant. Hot Chakas oh, da brauche ich zwei dafür. Michael, das würzige Stücke! Ja. Oh, das ist gut. Das ist gut. Und das hier ist normaler Kiesel. Komm ich hin. Ich will da durch! Hab ich auch gerade gedacht. Ja, aber ich hab Angst, dass ich mich da festbacke. Ja. Was bringt euch das, wenn ihr dann von da aus nicht mehr weiterkommt? Stimmt, dann müssen wir wahrscheinlich die anderen Ameisenlöcher besiegen. Oh, jetzt wird es natürlich sehr heiß da oben. Jetzt müssen wir gucken, dass ihr Schatten findet. Ja, ich hab mittlerweile auch dran gedacht, meinen Kälteschutz zu aktivieren. Da unten ist Schatten. Hier, neben der Dose geht auch. Ah, hier ist die nächste Höhleneingang. Oh, hier ist aber wenig Schatten. Oh, hier ist auch was Blaues. Oberster Marmor, ah ja, vergiss. Brauche ich wahrscheinlich Stufe 3. Hier steht was von Sprengen. Also man kann das Ding wohl auch sprengen. Ich habe nur eine Bombe mit, Michael. Muss mal gucken. Also bei mir gibt es auf jeden Fall obersten Marmor. Bei mir steht, der ist zwar ein Hammer-Symbol, da unten steht was von Sprengen. Ich helfe erstmal Alexander und dann... Ja, das wäre nett. Ich bin nämlich gleich tot. Ja, ich schieße von hier oben die ganze Zeit runter. Hey, hier ist kein Schatten, ne? Ja, dann, geht, dann geht zurück. Mir passiert nichts, Michael. Den Bogen krieg ich den platt. Danke. Mutation entdeckt, verlässlicher Freund, Stufe 2. Achso, weil ich dich gerettet habe. Ja. Ja, den verlässlichen Freund, den habe ich auch. Der ist wichtig. Ja, dann habe ich das auf Stufe 2. Dann kann ich dich, wenn ich den Ausdruck noch. Ja, ich habe den auch auf 2. Das ist wichtig. Wieder Belebungstempo, ja. Ich heil mich mal hoch ein bisschen. Da unten ist... Oh, hier sind wieder Sachen für würzige Pfeile drin, aber ich komme erstmal zu euch. Würzige Pfeile sind cool. Ich brauche zwar jetzt eher Salzpfeile. Was heißt brauchen, aber... Dann können wir nämlich mal testen, ob man das Ding auch hochjagen kann, weil eigentlich braucht man hier Stufe 3. Ja. Bei mir unten links, linke Maustaste Sprenge, aber vielleicht ist das einfach nur so da. Achtung! Es ist nicht zum Sprengen. Nee, schade. Also wir brauchen echt den dritten Hammer. Gut, aber den brauchen wir ja sowieso. Ja. So, ich gehe mal in die Höhle rein. Ja. Ja, lebst du auch noch? Oh, da hinten war irgendwo ein Schatz gerade. Hat es irgendwo geblinkt. Muss ich gleich mal schauen gehen, weil das gibt ja auch... Ich habe jetzt immer dieses dämische Silbermond. War das von Silbermond? Ich weiß es nicht mal. Ich habe einen Schatz gefunden. Hier liegt übrigens ein Salzkristall. Salzbrocken, ja, braucht Stufe 2. Ah ja. Hier ist noch ein Salzbrocken. Dabei, aber... Oh ja. Ich baue schon ab. Oh, Salz ist gut. Salz ist sehr gut. Die ist abgebaut. Ich habe 2 Salzstücke abgebaut. Sehr schön. Ja, ich auch. Kann man hier wieder irgendwas machen? Nee. Muss ich für Salzpfeile an eine Werkbank oder kann ich die auch so machen? Ich hätte Werkbank. Guck nach. Guck nach, wir sind hier. Salzpfeil? Ne, ich brauche nur ein Salzstück. Dann kann ich 10. Ich droppe. Salzpfeile machen. Ich habe auch 2 Stück fallen lassen. Yay. Kannst du mich jetzt, 4 Stück haben? So, ich habe jetzt 6 Zangen. Du hast ja auch theoretisch reicht. Wir können theoretisch nach Hause abbrechen. Und wir gehen auch schnell die anderen 2 Höhlen klären. Droppe dir die 2, dann sammelst du die.
Ach. Ja, ich habe jetzt 8 Stück, wunderbar. Ich habe nachher 4 würzige Stücke für dich, Michael. Sehr schön. Man schafft es, da habe ich noch einen 20er Stack, aber trotzdem. Ich wo ist mein Speer, aber der besteht ja gegeben. Ja, ja. Ich bin so clever. Ich fühle mich, so nackt ohne mein Schwert. Das ist so ungewohnt. Kann ich mir vorstellen. Also meine Keule hat auch schon 50% Schaden bis jetzt. Uiuiui. Und mein Bogen geht's gut. Ja, das Problem ist, ich bin das so gewöhnt, mit dem Stechmückenstachel zu kämpfen, weil der hält mich, solange ich attackiere. Ja. Deswegen halte ich ja so viel aus, während ich kämpfe. Weil ich mich mit jedem Gegner wieder heile. Das ist echt praktisch. Jetzt hast du mal meinen guten Bienenspeer. Ja. Und ich will den auch nicht schlecht reden. Ich sage nur, es ist ungewohnt. Ich habe nächsten Höhleneingang. Warte, bleib mal. Ich wollte sagen, bleib nicht schatten. Ich wollte mal die Schätze ausgraben gehen. Okay. Wo ist dieses Blitz? Ah, da. Das hier sieht nach Strom aus. Wie auf einer Batterie oder so. Assistant Manager Schlüsselkarte erfordert. Ich denke, ich sag euch das mal, bevor ich die Tür hier aufmache. Ah, ich bin hier. Achso, wir sind wahrscheinlich wieder im Labor drin, im Schwarzen Armband. Ja. Ist das der Gang, wo ihr eben... Ich habe mein Burgership gefunden. Ah. Das ist einfach nur ein Endlabor. Ja, in dem Wasserding war ja auch noch eins, ne? Ah. Unter dem Brunnen ja. Oder so. Oh, Andreas, wir haben hier ein Foto von dir. Guck mal, hier kriegst du ja wahrscheinlich auch ein würziges Stück, wenn man das Ding aufbrechen könnte. Ja. Weil Gewalt ist gerade die Kiste, Alex? Ja. Guck mal hier, ich habe ein Foto von Alex in der Jugendzeit. Wir müssen auf jeden Fall gleich, ich will heute erst beenden, wenn wir bei Burgel waren, um zu wissen, wie es weitergeht. Ja. Ja. Jugendzeit? Hier, komm mal kurz hier drin bleiben. Ich schnapp mir mal kurz den Ameisen, wenn wir den nehmen. Ja. Lieber Michael, ich habe hier noch was für dich. Oh, scharfe Pfeile. Minzpfeile. Mhm. Ey, Süße. Da liegt noch was. Hey, du. Neid. Ein Stress da, ne? Genügend Platz. Das einzige Problem mit der Armbrust ist, sie kann gut zwar mit schießen, aber die verbraucht viel Energie. So, hier kommt noch ein Minzpfeil, den ich gerade noch. Ach, Minzpfeil. Boah, hör mal, besondere Pfeile. Ich wünschte, Pfeile würden auch höher stecken als 20. Ja, aber ich glaube, wir sind bei 20 schon am Maximum. Ich schau nachher nochmal. Ja. Das hier sagt einem bestimmt was, weil Graben, Schätze, wenn der Schatten der Schaufel an dieser Stelle ist, muss man da graben, um den Schatz zu finden. Ach, das mach ich ja die ganze Zeit. Das glitzert. So, jetzt kann ich den mich um Ameisenhöfen kümmern, aber nämlich noch ein freches Ding, was mich angegriffen hat vorher. Oh, ich finde die lächelnde Sonne da oben schön. Ich mag das R auf dem Schloss, auf der Sandgerburg. Hast du nicht auch den Schlüssel für die Kiste im Wasser, im Wassergraben? Nee, der ist irgendwo in einer dieser Höhlen drin, soweit ich weiß. Hm. Das heißt, wir können den jetzt finden, wenn wir Glück haben. Ja, du machst das gerade. Die haben noch 50%. Runter. Bei welchem bist du denn? Ich direkt vor der Tür bin ich quasi gesehen. Ja gut, dann kann man immer mal ein bisschen mit. Die haben schon noch 50% runter. Hier ist ja auch wirklich gar kein Schatten. Nee, deswegen sag ich ja, ihr könnt drinbleiben können. Ja, bei meinem Brutzelschutz, ja. Ich lach darüber, was der mit mir probiert zu machen. Sie ist tot. Siehste?
Oh. Oh, hier ist eine größere Höhle, so wie es aussieht. Warte mich, ich habe Pfeile, glaube ich, gefunden. Aber das ist eine normale. Da liegt doch noch ein Bettaufall. Ja, 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 ich habe mit aufgesammelt. 4 Stück habe ich, Michael. Ja, dann kommt er. Achso, der war unterirdisch, ich wollte sagen, ich sehe hier nichts. Ah, und hier gibt's wieder Salzbrocken. Ja. Die Höhle scheint größer zu sein. Nicht zu den Enden gehen, Alex, hinter dir explodiert gleich was. Kannst Salz abbauen? Wunderbar. Junge, wie viel Salz hier ist! Oberster Quarzit. Ja, sehr gut. Junge, hier ist so viel Salz drin, Michael. Das auch ist gut. Nebengängen. Gut, die besonderen Pfeile machen nämlich ordentlich, ordentlich. Ah, hier ist leider zwei. Oh, oh, ich habe was gehört. Ja, oh, ja, ja. Mystery. Ist dir aufgefallen, dass du den mit dem Speer auch treffen kannst, wenn der im Boden versinkt? Nee. Wegen der Reichweite. Ja. Oh, du hast ihn gehört, als ich einbooten wollte, wie betäubt. Ja. So wie es der Plan war. Hast du toll gemacht. Ich brauche mal kurz die Axt, um das explodierende Ding kaputt zu machen. Boah, Junge, wie viel Salz hier ist. Hier ist auch noch überall Salz. Ja, du kannst so viel Salz hier abbauen, Michael, das ist schon Wahnsinn. Das sollte man auch tun. Ja, ja, ja. Bin auch schon dabei. Ich baue auch gerade... Dafür kannst du dann einsammeln. Oh, ich hab's Inventar voll. Warum ich Inventar voll? So, jetzt kann ich Salz mitnehmen. Aber immer noch die Brille mit dem Schlüssel. Die gammelige Asselbrustplatte will ich haben, bitte jemand mitnehmen. Okay. Ich wollte sagen, wir hatten ja schon das Rezept dafür, wir können die Tiere schon bauen. Ja, wenn wir Asseln hätten. Ja, wir hatten eine, glaube ich, geklatscht und die war sehr schwer. Also Michael, Salzteile dürfen für dich gar kein Problem mehr sein. Nein, Salzpfeile habe ich jetzt, glaube ich, eine lange, lange Zeit. Also das war gut, die haben dem Typ richtig was abgezogen. Blöd ist halt immer nur 20er Stacks. Mein halbes Inventar ist nur mit Pfeilen zu. Ja. Ja, vor allem, wenn du verschiedene Pfeile. Ah, ich habe noch 7 deine Pfeile, Michael, im Inventar. Ja, ich habe bestimmt auch noch Pfeile von dir. Glänzender Salzkristall. Bitte was? Habe ich gerade gefunden, mit dabei. Der ist neu. Ja, Salzstücke, Federpfeile. Ein kondensierter Stein aus Elementarkraft. Du musst ihn nur in der Hand halten, um von Energie erfüllt zu werden. Okay. Den kannst du ausrüsten. Achso, das ist wahrscheinlich wie die Pusteblume. Die gibt Sachen. Ja, genau. Dadurch habe ich noch Salzangriff grundsätzlich. Alter Scheiß. Nicht schlecht. So, hier wo große freie Fläche ist, droppe ich mal Pfeile. Okay. Wer von euch hat robuste Marmorscherben im Inventar? Ich habe spröde Marmorscheibe. Robuste Marmorscheibe habe ich. Gut. Dafür kannst du mir Ameisenköpfe und Ameisenmandibeln zum Beispiel geben. Und Ameisenbrocken. Wo bist du denn? Okay, ich nehme die erstmal auf, dann gucke ich mal, was ich da habe. Ja, ja. Da ist ein schwarzer Pfeil. Ach ja, super. Ich habe auch noch ein bisschen Platz im Inventar, ne? So ist das. Ja, hier. Ich hatte dir deine Pfeile gerade wieder gedroppt. Ich werde jetzt auch ein paar Pfeile schmeißen, Michael. Stapel Pfeilen. Ich habe auch so noch Platz. 2, 4, 6 Felder habe ich noch. Hast du alles von der schwarzen Ameise? Ich habe. Warte, schwarze Ameise. Ja, ich habe so ziemlich alles von der schwarzen Ameise. So. Oh, ich habe sogar 2 Federn irgendwo bekommen, Michael. Achso, hier, ich habe einen Billow-Pfeil. Ja, den habe ich jetzt mitgenommen. Egal, so. Das sieht schon mal gut aus. Ja, ich habe ja eh welche davon. Aber das war immer nicht die Höhle, die wir brauchen. Das heißt, es gibt nur eine andere. Magst du mir den Asselpanzer noch droppen? Ja, da. Danke.
So, ich geh mal schauen, ob ich noch eine Höhle finde und rufe euch dann, wenn ich die finde. 24 Salzstücke habe ich, ja, mega. Alter, tada! Da fehlt mir nur noch der Helm von. Oh, sieht gut aus. Mhm. Das war's geglitzert. Zeig mir nochmal. Glitzer? Ja, da. Mal war ich hier in der Ecke. Mal ausbuddeln, ob du irgendwas findest. Junge, hier kannst du so viel in Sandkasten finden, das ist Wahnsinn. Ich hab hier Christian abgebaut in der Ecke. Ja. Hier könnt ihr übrigens, willkommen. Dieses, Kühlding habe ich euch rausgegraben. Sehr nice. Willkommen. Ist wenn rechts, wir den wenn ihr rauskommt. Finden. Da, wo ich stehe gerade. Hier könnt ihr abbauen und dann in den Schatten danach gehen. Wir hatten es nicht weit bis zum Schatten. Ich wollte gerade sagen, die Sonne geht gerade, fängt an wegzugehen. Merkt euch die Position hier? Warte, kann ich hier irgendwie... Willkommen zu dir. So. Ah! Hast du gerade deine Schaufel weggeschmissen? Ich wollte gerade sagen, mir wurde was entgegengeworfen. Ja, ich habe meine schwarze Ameisenschaufel weggeschmissen. Oh, hier kann ich dann Minzpfeile... Ich meine, ich habe jetzt sehr viele Minzpfeile, weil Alexander gerade eben viele gefunden hat. Ja, ich sammle die ein, ich habe Minz im Inventar. Gibt es noch eine Höhle? Wie gesagt, ich habe auch noch Inventarplatz. Ja, 2, 4, 6, 8 Plätze. So, ne, hier waren wir drin. Hier ist ein Oreo-Keks. Ja, den kann ich abbauen gehen. Ich habe noch keine Höhle mehr gefunden, wo dieser Schlüssel drin sein kann. Komm, Schatten, mach schneller. Bist du schon Independence Day gerade? Ja. Das ist normaler Ameisenlöwe. In der Höhle waren wir auch schon drin. Ich schreibe von hier immer mit auf. Ja. Die Mistviecher. Mist, Entschuldigung. Das war jetzt nicht so clever. Ausdauer. Ja, ich hab schon übernommen. Du brauchst Hilfe? Nein. Mit vier von denen kommen wir klar. Ich glaube, wir haben alle Arme. Nee, ja, ich habe einen gefunden. Wenn die sich nicht immer zurückziehen würden, die Mist. Ja, ja, das ist. Wow. Oh, jetzt gerade. Junge. Kommt wieder her, ihr Mist wieder. Da hat dein Gift gewirkt. Geh die mal einsammeln. Da ist da noch einer groß. Das Skelett da hast du gesehen, ne? Hier hinter der Kuppel ist auch noch einer. Hier bei mir. Ja, das ist ja. Skelett, ja. Ist aber leer. Ja, da, wir waren hier schon an dem Skelett. So, dann gehen wir mal. Ist da hinten. Ich hab ein doppeltes Ameisenproblem. Eins von unten, was mich schmeißt, und eins, was mit mir kämpfen möchte, was hier oben rumläuft. Das nächste Problem? Ja, weil ich möchte nicht aufhören, auf den unten zu schießen, weil der heilt sich jedes Mal, wenn man es macht. Ja, sehen wir ja. Hinten seid ihr, oh Gott, einen Meter entfernt. Hallo, wieso greifst du mich an, wo ich deinen Chef da unten angreife? Merkst du was? Der merkt nichts mehr. Nee, ich meinte eher, kaum ist das Loch auf. Ist Christian unten. Der Geier. Ich genieße halt die Löcher, die ich finde. Ja, ja.
Wenn du rauskommst, liegt hier noch ein... Ameise? Da rollt gerade auf dich zu. Jetzt ist es im Loch. Eingelocht. So, Freunde, während ich Spaß mit meinem Loch habe, hoffe ich, es hat euch bisher wieder Spaß gemacht. Wenn ja, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und sage bis zum nächsten Mal. Euer Anime-Fan. Ciao, ciao.